Orange im Orange schreibt, du hast mal auf eine 1-Euro-Münze gepisst. Ja, das stimmt tatsächlich und ich... Okay, egal Leute, es ist ein reales Video, also passt mal auf, ich bin hingegangen und... Boah Leute, kennt ihr das? Ihr wollt eigentlich einen Vlog drehen und dann denkt ihr euch so... Nee, irgendwie habe ich nicht so sehr Bock darauf. Genau das ist mir jetzt irgendwie in New York passiert, Leute. Und ich dachte mir, dass es eigentlich irgendwie viel, viel nicer wäre, wenn ich was anderes mache. Bevor ich aber jetzt alles, was ich in New York gedreht habe, einfach wegschmeiße, gibt es hier nochmal ganz kurz 30 Sekunden komprimiert mein New York-Trip in 30 Sekunden. Bitteschön. New York. Hallo. Leute, wir sind in New York und wir machen einen Ausflug mit dem Helikopter jetzt gleich. Guck mal einfach, wie viele Etagen das hat. Das hat mehr Etagen, als Köln coole Menschen hat. True. Ja, Leute, noch 5 Jahre YouTube, alle habe ich meine eigene Halle mit Helikopter. Was soll ich sagen? Ich habe heute was ganz Besonderes mit euch vor. Beziehungsweise eigentlich ist es nicht so besonders, weil das haben schon 400.000 andere YouTuber vor mir gemacht. Es geht um Gerüchte, meine Freunde. Und es gab so viele Gerüchte über mich. Ich kann, glaube ich, im Namen aller YouTuber sprechen. Ich bin unglaublich fassungslos darüber, was teilweise über uns spekuliert wird. Also ich habe schon so oft gelesen, dass ich angeblich mit Rotpilz wirklich zusammen wäre und dass Jodie und ich uns getrennt hätten und so weiter und so fort. Und diesen ganzen Sachen gehen wir jetzt einfach mal auf den Grund. Weil ich mache das Video jetzt einfach, um so ein bisschen aufzuklären. Ich habe euch alle auf Instagram gefragt nach verschiedenen Gerüchten, gerade eben nochmal und hoffe, dass da noch ein paar Frische dabei sind. Und an der Stelle folgt mir einfach mal auf Instagram. Es fehlt nicht mehr viel bis zu 1,7 Millionen. Also macht den Bums noch voll, meine Freunde. Hier über Instagram auf Instagram reinfolgen. Ich konnte ernsthaft nicht glauben, was da teilweise an Antworten bei rumgekommen ist. Es ist irgendwie echt unglaublich gewesen zu sehen, was Leute dann wirklich über einen denken. Aber ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz in meine letzten Stories rein, Leute, und gehen einfach mal hin und suchen uns den ganzen Kram raus. Eventuell schreibt, du trägst manchmal heimlich meinen 24-Stunden-Lippenstift. Tatsächlich nicht, nein, ich bin eigentlich echt niemand, der sich großartig schminkt. Keine Ahnung, ich habe letztens irgendwie in New York nachgedacht, wie nice es wäre, wenn man sich die Fingernägel lackieren würde, weil das irgendwie cool zu einem schwarzen Outfit aussehen würde. Aber das ist so das Einzige. Ich habe mich noch nie so wirklich geschminkt. Keine Ahnung, irgendwie finde ich das, ich weiß nicht, irgendwie finde ich Schminken scheiße. Taddle schreibt, du bist ein Gay-Mann. Ja, tatsächlich, Taddle, danke dafür auf jeden Fall für diese wunderbare Aussage. Ich bin ein Gay-Mann. Boah, ich glaube, wir können mal ganz kurz meiner Sexualität ein bisschen auf den Grund gehen. Es kommt sehr oft vor, dass ich tatsächlich einfach Mo oder andere Jungs einfach mal so aus Joke küsse. Aber ich glaube, ich könnte mir niemals vorstellen, mit einem Mann ernsthaft was zu haben. Also so wirklich ernsthaft mit einem Mann zusammen zu sein, mit dem zu leben, mit dem zu schlafen und so weiter und so fort. Ja, aber vom jetzigen Standpunkt aus auf jeden Fall, ne, überhaupt irgendwie gar nicht so interessiert dran. Sorry, Taddle. John in the Mission schreibt, Nina meinte, dass Franzi gesagt hat, dass Janina von ihrer ABF gehört, dass du gay bist. Und nochmal, nee, also irgendwie, tatsächlich, ich bin nicht schwul, wirklich. Rezo schreibt, dein Pimmel ist klein. Gaha, 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 gaha. Tatsächlich, Leute, habe ich irgendwann mal nachgemessen und ich habe gemerkt, ich liege halt wirklich echt im Durchschnitt. Also es ist nicht zu groß, nicht zu klein. So soll es sein, oder? Sascha Unsympathisch schreibt hier an der Stelle, niemand interessiert sich für dein Leben, Gerüchte über dich. Sascha, da hast du vollkommen recht und eigentlich, halt einmal, Brotwurst TV schreibt, du hast mal einen Reifen gefuckt. Orange im Orange schreibt, du hast mal auf eine 1-Euro-Münze gepisst. Ja, das stimmt tatsächlich und ich, okay, egal Leute, es ist ein reales Video, also passt mal auf, ich bin hingegangen und hatte halt, ne, so wie man das halt macht, Oralverkehr und dann habe ich halt einfach auf eine 1-Euro-Münze ejakuliert und diese dann später Mo gegeben. Ja, und Mo hat die halt geküsst, also ja, das Gerücht ist tatsächlich wahr. Tja, was soll ich sagen, ist halt unangenehm, aber es stimmt. Pernamer 2005 schreibt, ich bin ein E-Sportler. Ja, tatsächlich bin ich tatsächlich wirklich. Du bist eine Transe und Jodie mag Transen. Keine Ahnung, also, nee, auch nicht, auch, nee, also. Lenny Ahoy schreibt, dass du nur für Insta ins Gym gehst, das stimmt. Zumindest hat das anfangs gestimmt. Mittlerweile gehe ich auch dahin und mache Sport. Und glaube, irgendwo unter diesen ganzen Klamottenschichten, den ich anhabe, sieht man auf jeden Fall meinen absolut stahlharten Pimmel. Ich versuche mein Bestes, Leute, wa? Matthias AKK schreibt, du bist schlecht im Bett. Ja, Matthias, was soll ich sagen, tatsächlich? Im Bett bin ich relativ gut. Schlafen kann ich ganz gut und mit anderen Leuten schlafen auch. Also ich habe bis jetzt noch nie so wirklich
So, das ist auch seltsam. Man fragt ja nicht nach Feedback so. Und wie war ich? Fülle hier meinen Feedbackbogen aus. Das macht man ja nicht, wenn man nicht komplett gestört ist. Aber irgendwie, also ich habe bis jetzt immer noch positive Resonanz bekommen und ich hoffe, dass es weiterhin so bleibt. Ne? So, keine Ahnung. Ich habe gehört, dass du Kilian einen runterholst, damit du gerade das Direct Closing bekommst. Nee, ich krieg das tatsächlich so umsonst, weil Kilian sich einfach eine Story von mir erhofft. Aber an der Stelle, Kilian, muss ich leider enttäuschen. Da wird nichts kommen von mir. Ich habe mal gehört, dass du in echt super nett sein sollst und gar kein Rage-Kitty bist. Das finde ich krass. Viele Leute denken halt wirklich, dass ich ständig aggressiv und ständig sauer und ständig salty bin, was eigentlich auch nicht unbedingt meinem Charakter entspricht. Ich bin sehr oft im Stress und angespannt, aber ich bin nicht so ein durchgehend unausstehlicher Kerl. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht geben das also einige meiner Videos. Mann, ich will das deine Mann! Du Mistgeburt! Ey, das ist doch Scheiße! Du dumme... Ich hab mir die Hand geschnitten mit dem Messer. Gut, klar, man kann sich ja beim Fortnite-Spielen in den Finger schneiden. Aber im Großen und Ganzen habe ich auch das Gefühl, dass ich eigentlich ein echt sehr netter Kerl bin und mit sehr vielen Leuten ziemlich gut auskomme. Nona Afkadut schreibt, du betrügst Jody. Nee, tatsächlich auch noch nicht passiert. Also ich, keine Ahnung, wenn das jetzt wirklich reale Gerüchte sind. Ich frage mich halt manchmal so, wie sowas rumkommt. Wie halt sowas irgendwie die Runde macht. Shoutout an verschiedenste YouTuber, denen ich mittlerweile, glaube ich, den Kontakt so ein wenig abgebrochen habe, die solche Sachen noch gerne mal in die Welt gesetzt haben, ohne dass es stimmt. Schaut an euch, ich folge euch nirgendwo mehr, aber ich sehe euch trotzdem, also passt auf jeden Fall auf. Hab gehört, du machst ein Video mit Julia Beautix. Nee, tatsächlich auch nicht. Also, nee, ist auch tatsächlich ein Gerücht. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Sind das so Sachen, die man am Pausenhof so erzählt? Sagt man so, boah, ich habe gehört, dass der angeblich mit Jody fremd geht. Ja, ich habe auch gehört, dass der mit Julia Beautix tatsächlich ein Video dreht. Ja, dann habe ich gehört, dass die beiden schwanger sind und 6 Kinder haben. Kein Plan, Alter, ich weiß es nicht. Katzemino schreibt, du rauchst. Nee, ich finde Rauchen absolut eklig. Ich hasse es zu rauchen. Ich finde Zigaretten richtig, richtig widerlich und mag das überhaupt nicht. Ich rauche auf keinen Fall. Manche meinen, du hättest dir die Zähne beim Chirurg stellen lassen. Hä? So, wo kommt sowas her? Hier oben, ich hatte eine Zahnspange als Kind, das kann vielleicht sein. Also hier unten, die Zähne sind auf jeden Fall nicht vom Chirurg gestellt, aber die hier oben, die sind tatsächlich mit der Zahnspange, mit dem Kieferchirurgen. Also von daher stimmt das vielleicht, ja. Gut, das kann natürlich sein. Kilian Eisel schreibt, dass du mit Fans Sex hattest. Nee, auch noch nicht passiert. Also, nee, tatsächlich nicht. Nee, auch noch nicht. Ich glaube, es gab schon, gerade in der Anfangsphase, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, sehr oft die, das klingt so eklig, ne, das klingt so richtig widerlich, wo halt sehr oft sehr, sehr seltsame Angebote gekommen sind, auch von weiblichen Personen über 18. Aber so richtig wahrgenommen habe ich das nie. Was heißt tatsächlich? Also, nee, habe ich nicht gemacht. Ist nicht passiert. Nee, so, nee. Du spielst auf der Nature One Mainstage dieses Jahr. Stimmt leider auch nicht tatsächlich. Ist leider nicht real. Wäre auf jeden Fall ganz nice. Ist aber tatsächlich nicht der Fall. Till, tut mir leid. Also, nee, Nature One nicht. Aber wir sind dieses Jahr in Perukaville mit Not So Cool. Was auf jeden Fall ganz nice wird. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Kiwi Kilian schreibt, abgehobener Huso. Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Du hast kein Abi, lese ich hier mehrfach jetzt, tatsächlich. Nee, Leute, also ich hab tatsächlich ein Abitur gemacht, welches nicht unbedingt der beste Durchschnitt, ich glaube 2,9 so. Ich brauch's momentan eh nicht, vielleicht studiere ich irgendwann nochmal, aber mal gucken. Elena Kronberger schreibt, dass du für jeden Werbeauftritt rund 500.000 bekommst. Ey, wenn ich für jeden Werbeauftritt 500.000 bekommen würde, ich glaube, Leute, dann würde ich in einem Monat 600 Werbeauftritte machen, was auch immer ein Werbeauftritt ist. Also nee, wir kriegen keine 500.000 Euro für ein Placement. Das ist leider nicht der Fall. Es wäre sehr schön, aber ich glaube, das ist auch echt überdimensioniert. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt schon mal ein Placement gegeben hat für 500.000 Euro in Deutschland. Kann sein, würde mich aber eigentlich echt wundern und ich kenne eine Menge Zahlen. Also ich glaube nicht, dass es jemals... Nee, kann ich mir nicht vorstellen. In meiner Stadt wird gesagt, du betrügst Jody. Da steht hier schon wieder MarkPeter81. Wo kommt denn sowas her? So, ist das wirklich, weil einzelne YouTube Menschen sowas mal in die Welt gesetzt haben? Ich weiß es nicht, Alter. Keine Ahnung. So, schwöre auf alles, ist nicht der Fall. Du hast dir Rippen rausoperieren lassen, um dir selbst einzublasen. Nee, das stimmt auch nicht, tatsächlich. Ich hab's schon mal überlegt, aber ich hab's nie gemacht, wa? Dass du mal mit Rotpilz zusammen warst, Revi Sings. Nee, also Rotpilz und ich, das ist auch so ein Ding, dieses Revi-Ding. Das wurde so krank gehypt. Wir waren nie wirklich zusammen. So, wir hatten eine ganz normale Freundschaft. Wir haben uns nicht geküsst, wir haben uns nicht gefickt, wir haben nie was in der Art gemacht. Ich glaube, ich habe ihn einmal beim 15 Stunden Stream auf den Mund geküsst. Und kein Plan, ich sehe es auch nicht als schwul an, wenn ich so Menschen auf den Mund küsse, auch wenn es ein Mann ist oder so. Ich küsse Mokuba manchmal auf den Mund, aber einfach, weil es so ein jokey Thing ist. Keine Ahnung, wir sind halt alle so ein bisschen sehr ironisch und kaputt im Kopf unterwegs und dann ist das halt einfach so ein ganz seltsames Ding. Keine Ahnung, was hat halt nichts mit Gayness zu tun, glaube ich. Vielleicht doch, klärt mich da gerne in den Kommentaren auf. Vielleicht
weiß ich es einfach noch nicht. Dass du mal was mit Rezo hattest. Ich weiß nicht, was ihr euch immer alle vorstellt. So, ich habe jetzt auch mit Rotpilz und mit Kelly und sehr vielen anderen Leuten was gelesen. Das stimmt nicht, dass du Jody und Mo in eine Dreierbeziehung führst. Nee, ist auch nicht der Fall. Also ich weiß nicht, wie ihr das immer vorstellt. YouTube ist nicht dieser Haufen von Menschen, die einfach so eine riesige Orgie miteinander haben, die ganze Zeit den ganzen Tag nur f***en miteinander. Das ist nicht der Fall. Also YouTube ist vielmehr einfach ein großer Freundeskreis von Menschen, die sehr close miteinander sind, aber nicht so close, dass die alle miteinander Sex haben. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist so ein ganz falsch vermitteltes Bild, was ihr alle habt. Wir sind kein riesiger Orgien-Bumshaufen. Ich kein Plan, wo sowas herkommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut wirklich nicht und ganz ehrlich, ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Leute, das war jetzt mal so eine etwas leichtere Episode. Wenn ihr mal richtig eklige, spicy Gerüchte über mich hören wollt, dann folgt mir jetzt auf Instagram rein und schreibt mir auf jeden Fall jetzt in meine Story nochmal ein paar krassere Antworten, meine Freunde. Dinge, die ihr wirklich schon mal über mich gehört habt, wo ihr dachtet, hey, das kann vielleicht sogar sein. Ich streame jetzt wieder ab 18 Uhr, checkt auf jeden Fall den Stream aus und ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut und ich, nicht vergessen, am 21.04.2019 um 18 Uhr am Ostersonntag ist der 24-Stunden-Charity-Livestream. Da haben wir das auch schon mal gesagt, Leute. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Leute, das war's für unser Video. Ich möchte mich auf jeden Fall bei euch bedanken und küsse eure Augen. Macht's gut, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.